Schauspielerin Christina Drexler ist tot. Das hat ihr Kollege Sabine Tambrea in einem emotionalen Instagram-Post öffentlich gemacht. Bislang nicht bekannt ist der Grund für den plötzlichen Tod der erst 41 Jahre alten Schauspielerin. Schauspielerin Christina Drexler ist tot. Wann genau die Schauspielerin? Aus dem Leben schied, verrät ihr Kollege Sabine Tambrea in seinem emotionalen Post auf Instagram nicht. Auch die Ursache für ihren frühen Tod im Alter von 41 Jahren ist bislang nicht bekannt. Vor der Kamera stand Christina Drexler bereits vor Beendigung ihrer Schulzeit. 1997 war sie für ein halbes Jahr in der Soap-Opera, alle zusammen, jeder für sich im Privatfernsehen zu sehen. Es folgten kleine Rollen am Berliner Maxim Gorki Theater, für die sie mit Schauspielgrößen wie Ben Becker gemeinsam auf der Bühne stand. Erst nach dem Abitur studierte Drexler an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, die sie 2004 mit einem Diplom abschloss. Ab 2003 war Christina Drexler für 10 Jahre festes Mitglied am Berliner Ensemble, wurde für ihre herausragende schauspielerische Leistungen mit dem Daphne-Preis der Theatergemeinde Berlin-TOS gezeichnet. Neben ihrem Theaterengagement stand Christina Drexler immer wieder auch für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Mal für Serien wie In aller Freundschaft, Stromberg oder Polizeiruf 110, aber auch für Kinofilme wie Novemberkind und Die Unsichtbare von Regisseur Christian Schwocho. Für ihre Nebenrolle in Schwochos Unsichtbare wurde Christina Drexler für den Deutschen Filmpreis als beste Darstellerin in einer Nebenrolle nominiert. Zahlreiche Kollegen und Weggefährten Drexlers haben Sabine Tambreas Trauerpost kommentiert. Christina, fliege sanft, wünscht sich Schauspielerin Anna-Maria Mühe. Jasna Fritzi Bauer kommentiert mit 3 schwarzen Herzen, ebenso die Schauspieler Bjarne Meidel und Simon Böhr. Mir fehlen die Worte, kommentiert Regisseur Christian Schwocho auf Facebook einen Nachruf auf Christina Drexler der Berliner Zeitung.